Hallo Leute, hier sind wieder Mephisto 2051 und Marona MC. Du stotterst. Und ich habe mal wieder vergessen, meinen Facebook-Ton auszumachen. Zu spät, kann man nichts nicht ändern. Nicht gestottert, gelandet. Ja, ich bin immer noch an dem Kuchenproblem. Ich habe zwar jetzt schon die Grundzutaten für den blöden Kuchen hinbekommen, wollte das alles im Cyclic Assembler zusammenschmeißen. Leider mit dem kleinen Problem, dass Wasser einmal direkt verbraucht werden und irgendwann das Ding überläuft und dann stockt's. Hier pumpen wir Wasser einmal rein und dann macht ihr mit dem Topf Salz draus. Ansonsten machen wir aus dem Getreide Mehl und aus dem Zuckerrohr Zucker. Da haben wir jede Menge vorrätig, das klappt alles und damit versuche ich jetzt gleich mal weiterzumachen. Was macht der rechts unten? Da kommen volle Wassereimer rein und die werden mit dem Topf zu Salz umgewandelt. Ah, okay. Ich weiß, man sieht immer nur einen leeren Wassereimer, der kommt und geht, aber der kommt ja eigentlich voll rein. Hier, das geht nach oben. Ja, genau. Okay. Ich werde mich wieder um Towncraft kümmern. Ich hatte ja letztes Mal ohne dich den Infusion-Altar gebaut. Sehr schön. Ja. Ist schon fertig? Ja. Ich will jetzt erstmal da hinten. Ich habe gesehen, dass du ihn nach hinten rausgebaut hast. Huila. Sehr schön. Ja. Mit Platz unten drunter für die Köpfe? Na, natürlich. Ich hab auf dich gehört. Ich wusste zwar nicht mal wie viel, deshalb habe ich einfach mal 4 hoch Platz gelassen. Ich glaube, das reicht. 3 bis 5, irgend sowas war da. Müsste man Mavia fragen, der weiß das genauer. Ja. Und jetzt wollte ich eigentlich noch irgendwie was automatisieren, dass wenn ich irgendwie eine gewisse Anzahl an Aspekten brauche, dass ich die einfach in den Ofen haue und die dann automatisch zur Verfügung stehen. Da gibt es auch alle Mittel und Wege, aber damit kenne ich mich nicht so aus. Da brauchst du, glaube ich, Taumic Engineering oder so irgendwas. Ja. Aber ich glaube, wir haben den passenden Mod hier drauf. Ich weiß nicht genau, wie er heißt, ich weiß nicht, wie er funktioniert, aber er müsste da sein. Ja, ich mache das so, wie ich es am Anfang hatte mit dem, wie heißt es denn? Ja, wenn ich das nur wüsste. Mit der Alembic musste ich das, glaube ich mal, mit dem hier. Ofen, Alembic und dann haut er, das macht er jetzt wieder die Kristalle zu flüssigem Zeug, glaube ich. Probieren wir gerade mal aus. Ist ja egal, was ich da nehme. Wenn ich die jetzt da reinhau. Genau, dann macht er die wieder zum Flüssigen. Und dann dürfen die noch nicht mit Crystallizer abpumpen lassen, sondern müssen die direkt in Water Jar reinhauen. Hola. Oh mein Gott, was ich brauche. Ja, ich versuche mich an so einem neuen Konstrukt. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich sehe es ja dann. Ich versuche es natürlich weiter mit dem Ding, aber mit Steve's. Der kann dann halt nur alle so und so viel Zeiteinheiten was zuppeln und das könnte vielleicht das andere Problem beheben. Das sehen wir dann. Einmal. Ein Fistfilter haben wir noch, das brauchen wir. Wasser, Mehl, Wasser brauche ich hier auch, das ist ungünstig. Und ein paar Eimer. Das heißt, ich brauche auch wieder hier Tanks für Wasser. Da war's. Dann muss ich nochmal gucken, wie. Ja, wir sind so ein bisschen unter Zeitdruck. Also ich zumindest. Ja, bei mir geht's, aber ich weiß nicht, ob ich das so schnell alles gebaut krieg. Ich bin gleich noch weg. Wo war denn der scheiß Fizzfilter? Ich müsste bei Alchemie. Nein. So, wie Mavia gesagt hat, einfach immer alles direkt als Pattern. Wenn wir es dann nochmal brauchen, haben wir es direkt. Irgendwo mit der Fizzfilter. Wer ist jetzt? Aha. Ich finde den Fizzfilter nicht, das gibt's nicht.
Ja, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Halt kein Tech-Tutorial, wo man alles vorbereitet hat, sondern man probiert es halt. Genau, genau. Und es wäre noch cool, wenn ich ein bisschen Silver gut hätte. Ah ja, haben wir noch. Ich glaube, das gerade schlau ist, das so zu bauen, aber ich glaube nicht. Ha. Jetzt muss ich nur noch hier noch kurz mal wieder meine Rüstung tauschen, damit ich nicht so viel wie verbrauche. Nicht so viele Dings da verbrauche. Den anderen Zauberstab rein und dann Schubser. Ach, wir haben Wasser einmal im ME, das ist sehr schön, die sind bestimmt von mir. So. Jetzt stimmt noch irgendwas nicht. Nein! Was will ich denn eigentlich bauen? Ah, das hier. Okay. Das fragst du mich, das ist gut. Nichts. So, und 3 Gold. Ich brauche einen Fluid Transposer. Oh Gott, hier werde ich noch wahnsinnig. Dann müssen wir noch, wie heißt das andere? Alchemical Furnace. Warum ist der eigentlich nicht unter Alchemie gelistet? Weiß ich nicht. Extra Mod? Nee, eigentlich nicht. Mit einem Nein, ich wollte ihn hier suchen. Doch, hier ist er doch. Crucible Ofen und Dingstar Stone. So. Crucible. Wer ist da? Dein Englisch ist wieder gut wie immer. Das war absichtlich. Crucible. So. Dann haben wir den Furnace. Sieht Mavia dir das nächste Mal bestimmt wieder gerne die Ohren lang. Furnace. Arcan Lembic. Lembic. Oh, wenn der Tank leer wird, kann man ganz von alleine Wasser einmal draufziehen. Interessant. Ich glaube, das war's schon. Jetzt muss man nur hier wieder mein Jetpack anziehen. Das habe ich letztes Mal schon falsch gemacht. Da bin ich hier zum Fenster rausgesprungen. Hallo? Hängt der Server gerade? Bei mir geht's. Ah, jetzt. Da bin ich hier aus dem Fenster rausgesprungen und gleich mal in die Tiefe gestürzt. So. Ach, sonst ist Shadow. Nee, nee, nee. Gestorben. So. Und dann kommen hier die Chancen. Da kommen die Teile drauf. Ich hoffe mal, dass es so funktioniert. Und ich brauche noch ein paar. Wie heißen die? Netzwerk Tubes. Hängt, darf ich diese ganzen Farben mehr nicht benutzen? Nein! Kann man noch bekommen? Tube. Quicksilver Drop, Gold Nugget, Glas. Ja. Ich glaube, bei dir klappt es besser wie bei mir. Es will heute überhaupt nicht. Bei mir fluppt. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Glas habe. Hier nicht, aber wir haben ja Zugriff auf den Weg. Den 2 brauche ich. Zack. Wir sind ja recht flott in den E. Glas hier, glaube ich. Das hier. Ah, ja. Gold Nugget brauchen wir noch. So und. Falsch. So rum ist richtig. Der hat schon wieder kein Wie mehr. Egal. Nehmen wir den anderen Zauberstab, dann macht das auch. Darum müssen wir uns auch mal kümmern, dass wir hier immer genug Wie kriegen. So, das ist unser Aufbau und ich hoffe, das funktioniert auch. Das probieren wir jetzt gerade mal aus. Ein kleiner Cheat hier durch die Decke durch. So, wir nehmen jetzt einfach mal davon was, aber nur 8.
auch mal 8. So. Jetzt gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Mein Gedanke war, ich habe hier irgendein Rezept drin, was jetzt genau diese Essenzen braucht. Ich habe keine Kohle dabei. Verdammt! Ah, warte, wir haben Holz. Irgendwo war Holz. Nehmen wir das. Ich muss hier bei mir selber simulieren. Ich muss erstmal die ganzen Kram manuell einfüllen und gucken, ob das überhaupt funktionieren würde. Ja, und jetzt ist die Hoffnung, dass er alles hier reinhaut. Mehl. Ah, die Mixing Bowl fehlt noch. Hoff mal, schieb doch kein Zucker dafür. Warum mache ich hier Zucker rein? Irgendwo anders hin. Das wäre nämlich doof. Wenn er immer das erste Glas nimmt, was voll, was angeschlossen ist, dann passt's. Wenn er sich auf die anderen verteilt, dann ist doof. So. Humanus ist hier schon drin. Jetzt müsste man noch auf Lucrum warten. Und das müsste hier reinkommen. Irgendwann. Hoffe ich doch. Ja, das bei mir funktioniert jetzt zumindest, wenn die Sachen drin sind, macht er uns Stuff. Also Teig. Und ich habe es wahrscheinlich total falsch ausgesprochen, aber ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht aussprechen. Okay, scheint nicht zu funktionieren, dann müssen wir das hier umbauen mit Wölfen. Ventilen. Das ist aber doof. Das direkt nebendran. Ach so, die verbinden sich immer, das ist doof. Was machen wir denn da? Binden sich auch überlegen. Ist doof. Dann müssen wir den Aufbau ein bisschen anders machen. Ich versuche es hier gerade mit Zusammengeklicke von Steve und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das klappt. Ich versuche jetzt Mehl und... Was ist denn Steve? Ja. Der Factory Manager. Ach so, Steve's Factory Manager. Ja, kein Salz. So, jetzt passt das hier. Genau einen. Ich würde gerne noch Salz. Diese verkackte Salz gibt's nicht. Vierte Salzblöcke. Salzbäder. Salzwände. Salzsteine. Da! Ha! So, jetzt müssen wir noch ein paar Ventile machen. Und ich glaube, dann funktioniert's. Nein! Oh Gott! Bin ich gerade bei den Magical Crops gelandet. Aus Versehen. Da wollte ich ja unbedingt hin. Glaubt, die finde ich hier drin. Falsch geglaubt. Der Glaube versetzt Berge. Oder auch nicht. Ah, ja, ist hier ohne Lever, das ist ja easy. Ach. Ich bin auch ungewohnt in diesem Factory Manager. Nee, ungewohnt.
Whitelisten, jawohl. Also. Theoretisch müsst ihr jetzt. Achso, ich muss noch sagen, wohin er es machen soll. In den Assembler. Ich muss extra nochmal hier ein bisschen Zeug da holen. Die Richtung ist das hier. Irgendwo nachprüfen. Das irgendwo steht. Reichen. Irgendwo steht. Hier müsste irgendeine Richtung stehen. Wir sind hier am Strand. Mir sicher, hier steht irgendwo Facing Bla Direction. Ich sehe es nicht. So. Ah, da steht sogar, dass wir Fastcraft benutzen. Sehr schön. Nein, ich brauche nochmal 4 Wells. Dings da hier. Ah, da steht's. Nach Norden. Man muss blind sein. Es steht nur riesengroß drauf. So. Na, was machst du denn? Nix. Krieg mich durch den dummen Manager. Ja, und ich reg mich hier über anderes Zeug aus. Ich brauche noch 4. 4 habe ich gesagt. 4 Lever. Darin, darin. Und das reicht nicht. Wir haben keinen Order mehr. Ach! Und jetzt ist mein Zauberstab her, dann wäre ich unten und könnte nicht mehr zurück. Hm. Haben wir hier Order? Nee. Wo ist Otto? Otto. Dann machen wir es halt südlich rein, wenn das jetzt stört. Süden. Norden machen wir wieder weg. Mehl, Salz, aber der komische Eimer wird nicht mehr rausgezogen. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Wieso passt denn jetzt das Wasser nicht mehr rein? So, die sind alle zu jetzt. Da machen wir auch mal zu. Jetzt machen wir das hier auf. Bei mir hat es eben funktioniert. Und seit ich den Wassereimer drin habe, geht es nicht mehr. Und hier kommt Glucrum rein. Jawohl. So, und wenn der jetzt hier, wenn da jetzt das drin ist, was der hier braucht, der Infusion Altar, dann kann der einfach anfangen zu arbeiten. So sollte das sein. Die Kohle hauen wir hier mal noch rein. Nein! So, und hier kommt halt immer genau das nur rein, was ich hier wirklich für die Infusion brauche. Und dann passt das. Ja, ich habe den Fehler bei mir auch gefunden. Ich sauge den vollen Eimer ab. Das sollte natürlich nicht sein. Gut, so viel von mir. Ich bin durch. Echt, ja? Das ist gut. Ich knoddel noch ein bisschen an dem System rum und... na gut. Bloß nicht mit der Dolly wieder alles abbauen und gucke noch, warum der Rest nicht so funktioniert. Es wird noch ein bisschen dauern. Ich guck's bis zur nächsten Folge noch nach. Da werden wir wahrscheinlich nochmal getrennt machen müssen, damit das irgendwie hinhaut. Ja, gucken wir mal. Und hoffe, wir sind dann in der Woche wieder synchron. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Christo 2051 vorbei. Ciao. Jetzt haben wir übereinander geschwätzt. Und ciao.